Nachdem über 70.000 Menschen mein Selbstexperiment zum Staatsröhrner gesehen haben, brannte vielen von euch die Frage unter den Nägeln, wie kann ich eigentlich verhindern, davon Opfer zu werden? Seither ist wirklich viel passiert in der Gesetzesgebung und in diesem Video schauen wir uns deshalb an, was wir alles über den Staatsröhrner wissen, Spoiler, wir wissen nicht allzu viel, und wie wir ihm das Leben zur Hölle machen können. Seit ungefähr 4 Jahren haben die Union und die SPD den Staatsröhrner auf alle Polizeibehörden verteilt. Seither sind es deutlich mehr Straftaten geworden, wegen denen man den Staatsröhrner bekommen kann. Darunter natürlich auch sowas wie Hochverrat, Mord, Missbrauch, Hehlerei, Einschleusen von Flüchtlingen und Kriegswaffenhandel, aber eben auch manche Straftaten in Bezug auf das Betäubungsmittelgesetz, also Drogen, Steuerhinterziehung und Computerbetrug. Also Hacking. Die Liste ist logischerweise noch sehr viel länger und mit den neuesten Gesetzesänderungen, die wieder einmal während der Fußball-Europameisterschaft dieses Jahr stattgefunden haben, sind nun noch mehr Erweiterungen in Kraft getreten für dieses Gesetz. Denn wirklich viele Staatsröhrner-Einsätze gab es bislang nicht. Mein letztes Video kam kurz vor der Abstimmung sozusagen als Protest heraus und natürlich wurde das Gesetz trotzdem angenommen. Seit neuestem, also seit der Abstimmung, haben also alle 19 Geheimdienste den Staatsröhrner zur Verfügung. Was aber noch viel schlimmer ist, der Staatsröhrner kann nun schon eingesetzt werden, bevor eine tatsächliche Straftat stattgefunden hat. Sozusagen einfach nur so auf Verdacht. Das hatte die SPD übrigens auf gar keinen Fall mittragen wollen und hatte, ich zitiere, große Bauchschmerzen bei der Abstimmung. Ich hoffe, ihr habt richtig Blähungen davon bekommen. Fairerweise kam auch von den Jusos, also von der jungen SPD, ein Brief, der nicht gerade freundlich und befürwortend war. Gegen diesen Staatsröhrner hat selbstverständlich nicht nur mein Video hier helfen sollen, sondern es gab auch einen Zusammenschluss von Google und dem Chaos Computer Club. Lasst das kurz auf euch wirken. Google und der CCC. Dann ist die Kacke wirklich am Dampfen. Also, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Es reicht seit letztem Monat aus, ein potenzieller Gefährder in Deutschland zu sein, um den Trojaner zu bekommen. Ich bin davon auf jeden Fall betroffen, denn ich mache immerhin Tutorials zu Cybersecurity und da gehört eben auch Pentesting, sprich Hacking, dazu. Aber auch jeder, der vielleicht sogar nur Freunde hat, die gelegentlich mal an einer Tüte schnuppern, die könnte es jetzt treffen. Ich möchte wissen, wie viele von euch dann nicht betroffen sind. Doch die wichtigste Frage bleibt, wie kommt das Ding eigentlich auf eure Systeme? Tatsächlich stand im Entwurf drin, dass Internetfirmen dazu verpflichtet werden sollen, den Staatsröhrner aufzuspielen. Das heißt, ursprünglich wollte man Google, Apple, Windows etc. dazu bringen, eine Hintertür für die Geheimdienste offen zu lassen, jederzeit. Das ist nun nicht mehr der Fall. Dieser Teil wurde tatsächlich geändert. Was aber immer noch drin steht, ist folgendes. Die Internetprovider, also Telekom, Vodafone etc. sollen bei der Installation des Staatsröhrners helfen. Das macht auch durchaus Sinn, denn Finnfisher, ein Hersteller eines Staatsröhrners, der den irgendwo in Afrika verkauft hat, wirbt genau mit diesem Feature. Man leitet den Internetverkehr zu bösartigen Servern um, dort wird dann on the fly ein Download verändert und zu einem Staatsröhrner-Paket. In diesem konkreten Fall war das so, also das, was man hier gerade sieht, man fordert den Download von iTunes an. Der Verkehr wird an die Geheimdienste bzw. Finnfisher geleitet, dort wird iTunes dann verändert und zack, die Datei, die ihr runtergeladen habt, das ist jetzt iTunes, aber ein bisschen Staatsröhrner noch dabei. Ich muss euch denke ich nicht sagen, dass dieses System sowohl für Apple als auch für Android als auch für Windows funktioniert, denn genau damit wird geworben. Bisher ist man davon ausgegangen, dass die Behörden Sicherheitslücken ausnutzen, die man gefunden hat. Doch ich schätze mal, das ist auf Dauer einfach zu teuer. Immerhin, das ist schon mal was, denn so können die gefundenen Lücken gemeldet werden und Hacker, also nicht die Geheimdienste, bösartige Hacker, können das so wenigstens nicht mehr ausnutzen. Das ist aber tatsächlich nur eine positive Unterstellung meinerseits. Wissen tue ich das nicht, denn die Behörde, die Hackerbehörde CITES, in Deutschland, die verweigert jegliche Auskunft. Und es scheint auch so, als würden Geheimdienste gerne weiter Lücken ausnutzen, um den Trojaner aufzuspielen. Zum Beispiel hat die NSO Group aus Israel weltweit Journalisten und Aktivisten gehackt.
aber auch in Deutschland. Horst Seehofer hat in seiner Cybersicherheitsstrategie, gegen die sich führende Cybersicherheitsexperten ausgesprochen haben, auch für Hackbacks und Zero-Day-Exploits ausgesprochen, sprich, er möchte sie weiter nutzen. Hackbacks ist quasi, wenn jemand etwas gehackt hat und man hackt das Ganze wirklich vom Start wieder zurück. Und Zero-Day-Exploits sind genau diese Schwachstellen, die man eigentlich dringend reparieren müsste, damit ein bösartiger Hacker nicht das tun kann, was der Staatstrojaner kann. Danke, Horst, mal wieder. Was sich allerdings auch gerade vor kurzem geändert hat, ist die Cyberbunker-Klausel der Strafprozessordnung. Damit darf die Polizei auch in der Nacht Wohnungen, Geschäftsräume und andere Besitztümer durchsuchen. Der Zweck davon ist, dass dann eventuell der Trojaner aufgespielt werden kann und vielleicht auch Systeme, die nicht ganz ausgeschalten wurden, so erwischt werden können, dass man eben auch Chats oder E-Mails noch lesen kann, weil sie quasi noch im RAM geladen sind, selbst wenn das System verschlüsselt war. Der letzte Punkt, wie Trojaner auf euer Gerät gelangen können, das wäre dann Phishing. Es wäre nicht undenkbar, dass man eine SMS vom Geheimdienst bekommt. Also man sieht natürlich nicht, dass die SMS vom Geheimdienst ist, aber man tut so, als wäre sie von was anderem, und diese SMS enthält dann einen Link und den sollt ihr anklicken, weil irgendwas Wichtiges ist, zum Beispiel ihr müsst in Quarantäne oder was auch immer, und schon hat man den Trojaner, weil man sich da irgendwas runterladen musste. Damit haben wir alle vier Möglichkeiten: manipulierte Download-Pakete, Zero-Day-Schwachstellen, Social Engineering und physischer Einbruch. Das sind auch genau die Dinge, die Hacker ausnutzen, um Firmen wie zum Beispiel Kaseya zu hacken, wie das vor einigen wenigen Wochen der Fall war, und jetzt werden 70 Millionen als Lösegeld verlangt. Was könnt ihr also jetzt dagegen tun? Da das Thema wirklich kein leichtes ist, fangen wir mit dem einfachsten an. Social Engineering. Hier hilft eure eigene Awareness. Wenn ihr wisst, dass nicht alle Nachrichten, die von unbekannten Nummern kommen, ernst zu nehmen sind, tut ihr schon sehr viel, mehr als der Durchschnitt. Das heißt, es hilft auch sehr gut gegen den Staatstrojaner und gegen normale Hacker gleich mit. Wunderbar, zwei Fliegen mit einer Klappe. Das bezieht sich aber auch nicht nur auf SMS oder normale Nachrichten, sondern E-Mails, Nachrichten oder Kommentare auf Social Media oder sogar berühmte Persönlichkeiten, die irgendeinen Mist bewerben. Es ist immer gut, seine Aktion zu hinterfragen und bewusst Risiken abzuwägen. Eventuell sollte man halt nicht in der E-Mail von PayPal auf den großen leuchtenden Button klicken, der einen vor etwas warnt, sondern lieber von Hand paypal.com im Browser eingeben und dort nachsehen, ob so eine Warnung wirklich vorliegt. Aber dazu seid ihr hier auf meinem Kanal, ich bringe ja ständig auch solche Themen. Gegen Einbrüche kann man außerdem kaum was machen, außer seine Festplatten zu verschlüsseln. Und die Systeme natürlich jede Nacht oder jedes Mal, wenn man das Haus verlässt, auszuschalten. Dann kann man da relativ wenig machen, denn ihr seid nicht verpflichtet, diese Passwörter rauszugeben. Das wird aber direkt hinfällig, wenn wir uns die nächsten Themen ansehen. Manipulierte Download-Pakete und vor allem die Zero Days. Wisst ihr, kleine Anekdote hier, wie sehr Firmen wie Adobe oder Nvidia oder andere damit zu kämpfen haben, ihre Software auf allen Geräten laufen zu lassen? Da gehen Stunden um Stunden drauf, Tage um Tage, einfach nur um Patches und Funktionen für die neueste Version zu erstellen und Bugs zu reparieren, die ein solches Betriebssystem mit sich bringt. Wisst ihr, was das Schwerste ist, was man irgendwie auf einem PC starten kann? Ein Zero-Day-Exploit. Okay, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, worauf will ich eigentlich hinaus? Wenn man ein Gerät nutzt, das sehr kompliziert und ungewöhnlich ist, was vielleicht vorher noch nicht mal bekannt ist, dann ist es auch absolut schwer bis unmöglich, dort darauf dann solche Software laufen zu lassen, wie eben den Staatstrojaner. Der ist dann eingeschränkt oder gar nicht funktionabel, und genau das wollen wir ja. Konkret gibt es natürlich Betriebssysteme, die ungewöhnlich sind und worauf deswegen vermutlich eher kein Staatstrojaner laufen wird. Also, fangen wir an. Für PC gibt es zum Beispiel Linux Tales. Das ist ein Betriebssystem, welches keinerlei Daten speichert, sondern nur immer vom USB-Stick gestartet werden kann. Jeder Internetverkehr geht über das Tor-Netzwerk, wird also komplett anonymisiert. Dadurch seid ihr direkt anonym, und auch manipulierte Download-Pakete, wie eben der Staatstrojaner sie einsetzen möchte, finden den Weg zu euch überhaupt nicht, weil niemand weiß, dass ihr überhaupt gerade online seid, weil ihr nicht eure IP habt. Ein Guide für Linux Tales ist natürlich in der Endcard verlinkt.
Für das Handy ist das Ganze allerdings ein bisschen schwerer, denn Handys und Anonymität, das ist mittlerweile ein bisschen gegensätzlich. Ihr seid ja in Deutschland verpflichtet, beim Kauf einer SIM-Karte euren Ausweis zu hinterlegen. Das macht natürlich alles ein wenig hinfällig, denn ja, über eure Nummer seid ihr dann einfach auffindbar. Es gibt aber trotzdem Möglichkeiten, und zwar es gibt sogenannte Sicherheits-Upgrades, wie zum Beispiel Graphene OS. Das ist quasi ein verändertes Android und ist mit besonderer Rücksicht auf Sicherheit gestaltet worden, und das kann man tatsächlich auf sein Handy installieren. Nicht alle Handys, aber dazu gibt es ein Tutorial für die Installation von Graphene OS mit detaillierten Erklärungen in der Endkarte auch für euch. Es gibt aber auch sogenannte Linux-Phones, wie zum Beispiel das PinePhone oder zum Beispiel das Librem 5. Das ist jetzt hier kein Sponsoring, das sind nur Möglichkeiten, die aufgezeigt werden. Es gibt sogar spezielle Linux-Varianten wie Ubuntu oder sogar Kali für Mobilgeräte. Ich würde mir für diesen Kanal eigentlich sehr wünschen, hier einige Videos dazu zu machen, doch ich habe noch keins dieser Telefone. Das kann sich aber schnell ändern. Der Grund, warum ich aber noch keins habe, ist folgendes. Linux-Phones können weder Apple-Apps noch Android-Apps starten, zumindest nicht ohne weiteres. Man arbeitet daran, das Ganze zu emulieren, doch es ist nicht wirklich einfach. Die Leute kämpfen da wirklich hart damit. Dementsprechend gibt es fast keine Apps und die Benutzung ist eine echte Pain. Zumindest momentan noch. Ich werde hier auf diesem Kanal natürlich noch solche Dinge testen. Wenn ihr darauf Lust habt, dann schreibt ihr mir das ganz gerne. Wahrscheinlich werde ich es trotzdem tun, auch wenn ihr keine Lust habt, denn ich habe Bock drauf. Aber aktuell kann ich noch nicht viel dazu sagen, außer die Meinung von anderen. Ein Vergleich soll natürlich noch dazukommen. Und natürlich ist auch ein Linux-Phone oder ein Graphene OS noch keine Garantie, dass ihr nicht doch den Trojaner auf eurem System habt. Die Chance ist nur höher, dass er nicht wirklich funktioniert oder überhaupt nicht funktioniert. Vor allem, weil im ersten Entwurf drin stand, also der erste Entwurf des Gesetzes, was verabschiedet wurde, dass sie Google und Apple verpflichten wollen, Hintertüren einzubauen. Das heißt, auf Google-System und auf Apple-System, da läuft das Ding. Eventuell nicht auf einem Linux-Phone, weil das kaum jemand hat. Wissen tun wir allerdings leider immer noch recht wenig über das ganze Thema. Das ist auch genau das, was sich immer wieder bei den wirklichen Kriminellen herausgestellt hat. Man nutzt spezielle Hardware, hat eine anonyme SIM-Karte und installiert dort keine Software drauf, außer das, was halt schon da ist oder was nötig ist. Die Nutzung und Beschaffung sind alles andere als komfortabel und man ist wahnsinnig eingeschränkt. Die eine App geht nicht, die andere App hat Fehler. Fotos sind schlecht oder das System speichert nichts. Das nervt und eignet sich kaum oder gar nicht für den Alltag. Doch für Verbrecher ist das doch kein Problem. Einfach ein Arbeitshandy quasi für diese kriminellen Tätigkeiten und eins für den Alltag. Und dadurch sind die immer noch nicht vom Staatstrojaner betroffen und es ist nicht möglich, sie zu beobachten. Sie entgehen gekonnt jeglicher Überwachung, während die gewöhnliche Bevölkerung unter Generalverdacht gestellt wird. Und wir müssen jetzt Angst haben, dass unsere privatesten Erinnerungen, die man vielleicht beim Psychologen im Vertrauen erzählt, vom nächsten Polizeipräsidium mitgehört werden. Und dann ein paar Tage später wird die Polizeibehörde gehackt und das Ganze dient als Erpressungsmaterial uns gegenüber. Dieser Wahnsinn kotzt mich wirklich an, um jetzt mal Klartext zu sprechen. Ich fordere hiermit nochmals alle Mitglieder des Bundestages auf, dazu Stellung zu beziehen, die dafür gestimmt haben. Denn bisher habe ich noch nichts bekommen, nicht mal eine Antwort auf meine Anfrage bei Herrn Grötsch, der übrigens das Ganze mitgeschrieben hat, diesen Staatstrojanentwurf, und den ich vor über einem Monat über das Kontaktportal angefragt habe. Das ist einfach nur eine undemokratische Sauerei, anders kann man das hier nicht mehr sagen. Schickt ihnen also gerne das Video, aber macht euch keine Hoffnung, dass es irgendwen kümmert. Erst wenn es wieder zu spät ist und der nächste Leak zum Skandal führt. Und selbst dann ist es wieder nach ein paar Wochen vergessen. Oder hört ihr noch irgendwas von Artikel 13, 17 im Wahlkampf? Nein? Wartet mal bis Ende des Jahres, denn ab August soll das Ding übrigens in Kraft treten. Ohne dass wir bislang überhaupt irgendeine Strategie dafür hätten. Wie dem auch sei, sorry für den Rant, geht's gerade im Fazit. Hört auf, die CDU zu wählen, und ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Ciao.